Hallo, ich bin die Alina und ich mache mit meinem Portfolio weiter und heute will ich meine zwei Arbeiten zeigen, die ich schon seit 2 Wochen gemacht habe. Leider habe ich mich ein bisschen übernommen und die nicht in einer Woche geschafft habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es geht zuerst um Biostickers, also Biologie, Biochemie-Stickers. Eigentlich ist es eher Biostickers. Und die zweite Arbeit ist sehr, sehr süß. Es ist eine Otter-Serie und aus dieser Otter-Serie wollte ich eigentlich ursprünglich WhatsApp-Stickers machen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie genau das aussehen soll am Ende, also in welchem Format man speichern soll, um dann das wirklich als Stickers darzustellen. Aber ich erkundige mich noch und hoffentlich geht es dann doch in WhatsApp. Und fangen wir mal mit WhatsApp an, mit Otter-Stickers. Aber bevor ich überhaupt angefangen habe, so Otter in einem Stil zu malen, habe ich zuerst versucht, zwei verschiedene Stile zu vergleichen. Das heißt, so ein Otter war ein bisschen einfacher gemalt, so eher ohne Schattierung, ohne Lichter. Und die zweite Variation war so wirklich, wie ich das mag, mit verschiedenen Farbtönen, mit Schattierungen und Blicken und so weiter. Und ich habe mich dann doch für die zweite Variante entschieden. Ich habe auch bei den anderen gefragt und ja, die zweite Variante hat tatsächlich mehr gefallen. Ja, da gibt es einen Otter, der einfach ein bisschen pummelig ist, da sitzt. Ich wollte eigentlich Otter in Apache-Stil machen. Das heißt, ich habe mir bestimmte Zitaten aus Roller-Lied von Apache rausgeschrieben. Ich weiß nicht warum, ich war im Fiete und das hat mich voll inspiriert, irgendwie so ein cooler Otter in Apache-Stil zu malen. Die Zitate darstellen soll 105 Kilo Definition ohne Cardio. Fand ich sehr gut, hat mir auch gelungen. Der zweite Otter ist einfach Fisch und das war auch, glaube ich, eine Zitate von dem Lied. So nach dem Motto, hast du schon gegessen? Und ich dachte mir, in Stickers kann man das sehr gut anwenden, auch Freunden schicken. Deswegen fand das sehr lustig. Der beste Otter in dieser Reihe ist, meiner Meinung nach, ist auf dem Roller. Und da es im Lied um Roller ging, dann musste eigentlich dieser Otter auf dem Roller sein. Und die Zitate dafür war: Ja, Brudi, ich muss los. Vom Fisch bei dem zweiten Otter
waren gleich wie beim Roller. Und das musste Vespa sein, weil es auch im Lied um Vespa ging. Und die Farben waren ja so diese klassische Vespa-Farben. War Depp-Otter. Das heißt, ich dachte, das ist sehr, sehr lustig, so einen Sticker zu haben. Und auch mit Otter kann man wirklich jedem Freund schicken. Und deswegen habe ich tatsächlich mein Otter mit Depp gemalt. Und da wollte ich eigentlich draufschreiben, Chill Bruder oder sowas. Weiß nicht, ob ich noch das mache in der Endvariation bei meinen Stickers. So wurden dann alle Otter in diesem Stil gemalt. Genau, das war die erste Arbeit und die Farben mochte ich auch total, also diese Karamell, Kaffee, Braun, total mein Thema. Die nächste Arbeit war, wie gesagt, Biologie-Stickers und da habe ich schon im Illustrator gearbeitet. Das war auch mein Ziel, so solche Stickers in Illustrator zu erstellen, weil die sehr einfach aussehen, ohne Schattierung, ohne Blicke, so wie in Procreate, sondern eher sehr grafisch und schlicht. Und allerdings muss ich auch in Illustrator immer wieder üben, weil es für mich was Neues ist. Ich habe davor noch nie im Illustrator gearbeitet, nur seit 3 Wochen mache ich das. Deswegen war es auch mein Ziel. Und natürlich kenne ich mich mit Biologie sehr gut aus und habe auch viele Bücher zu Hause. Und dafür habe ich Biologie-Klassiker verwendet. Campbell. Dieses Buch, ja, hat viele Studenten inspiriert, Biologie zu studieren und mich hat es inspiriert, Biologie-Stickers zu malen. Deswegen habe ich da verschiedene References gefunden. Das waren von Pflanzen und Blumen bis zu Organen, Gehirn und Fischen und so weiter. Und die Farbpalette habe ich bei Pinterest abgeguckt. Also da habe ich so ein Retro-Blumenzeichen gefunden und mir die Farben da
gespeichert. Und jetzt zeige ich, wie ich meine Biologie-Stickers erstellt habe, Schritt für Schritt. Ich habe ein bisschen die Zeit überschätzt. Ich dachte, in ein paar Sessions habe ich das durch, aber leider nein. Das hat tatsächlich 2 Wochen gedauert. Besonders wollte ich so, wie gesagt, Clean Illustration machen. Das heißt, alle Vektoren müssen dann separat getrennt werden und im Prinzip jeder Rest muss da radiert werden. Und deswegen hat es so lange gedauert. Aber das kommt auch in mein Portfolio rein. Und Otters weiß ich noch nicht, es ist ziemlich lustig, aber ich weiß nicht, ob mein zukünftiger Arbeitgeber auch die da sehen will. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinen nächsten Videos. Tschüss!